Oma, mhm. Sie haben die ganze Nacht gearbeitet. Und? Dafür werden Sie doch bezahlt, oder? Hau ab! Scheiße, nein. Verpiss dich und lass mich das scheiß Spiel sehen. Was ist das? Es wäre großartig, diese Diebe loszuwerden. Alles in Ordnung? Nein, alles ist schrecklich, wie immer. Diese Plünderer kommen her, lassen uns unsere eigenen Reliquien ausgraben, zahlen so gut wie nichts. Und hauen mit den Funden und dem Profit ab. Wir alle hier sind verzweifelt. Seit Porvenir weg ist, gibt es keine Arbeit mehr. Wir sind am Ende. Und der Sturm war vermutlich auch nicht hilfreich. Das Wenige, was wir hatten, ist weg oder unter Wasser. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe einige Erfahrungen mit solchen Leuten. Vielleicht kann ich helfen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Wie war nochmal dein Name? Lara. Ich bin Victor. Wenn du mit Omar reden willst, dem Anführer der Peiniger, Diebe und Plünderer, er ist da drin. Danke. Sei vorsichtig, er mag's nicht, wenn man aufmuckt. Verpiss dich, du störst den Empfang. Omar? Wer bist du? Suchst du Arbeit? Du hast kein Glück. Wir haben genug Leute. Marco ist fürs Personal zuständig. Ja, danke. Weißt du, wo er ist? Wo schon? In der Bar. Otra tormenta como la última. Ehrlich, Marco. Alles kann passieren. Ich suche nach Marco. Warum? Weshalb? Ich will nur mit ihm reden. Er will wirklich keinen Ärger. Ich will keinen Ärger. Ich suche Arbeit. Arbeit? Ja. Ja, klar. Also, bist du Marco? Sag mir, dass Omar dich nicht schickt, um Ärger zu machen. Wenn eins dieser Tiere meinem Sohn was tut, dann... Marco, ich gehöre nicht zu Omar. Glaub mir. Was soll das mit deinem Sohn? Mein Knie ist kaputt, also hat Omar Pablo als Ersatz zur Ausgrabung geschickt. Er sagte, ich sei jetzt Personalchef und müsse Ersatz finden, sonst... Ansonsten müsste dein Sohn weitermachen. Ja, ich befürchte, er behält Pablo da, auch wenn ich ihm jemanden bringe. Nun, zum Glück hast du jemanden angeheuert. Dich? Wirklich, du? Würdest du das tun? Wir wollen doch den Boss nicht enttäuschen, oder? Danke. Wenn du Pablo siehst... Sag ihm, ich bin hier. Neu hier? Gewöhn dich an eine Menge Nichtstun. Obwohl, mit Trinken und Schwitzen kriegt man den Tag auch rum. Du bist nicht von hier? Nein, ich arbeite auf einem Schiff, das auf den Felsen gelaufen ist. Der Sturm kam aus dem Nichts und hat den Kahn versenkt. Was erzählen wir Javier? Dass wir ein neues Haustier haben? Cool. Hey!
Jemand hat den Weg verbarrikadiert. Hier geht's wohl nicht weiter. Oh, Scheiße! Oh Gott, nein! Oh, Scheiße! Oh Gott, nein! Dieser Raum hat sich besser gehalten als der Rest der Höhle.
Ich habe ein wenig nachgeforscht und denke, wir könnten eine eigene Raffinerie bauen. Es wird allerdings große Anstrengungen erfordern und ich kann es nicht allein machen. Wir müssen einen Öltank mit einem Fassungsvermögen von 1000 Litern bauen. Der Rumpf des im Fluss gesunkenen Schiffes wäre dafür vermutlich geeignet. Irgendwelche Freiwilligen für eine Bergungsmission? Wir brauchen ein System, um das Rohöl zu sammeln. Wer will die Leitung der Eimerbrigade übernehmen? Sobald die Anlage steht, müssten wir Diesel, Kerosin und Benzin herstellen können. Die Menge sollte auf jeden Fall für die Flugzeuge ausreichen und irgendwann vielleicht sogar Profit abwerfen. Das scheint Abbys Stammbaum zu sein. Ihre Familie lebt seit Hunderten von Jahren in diesem Dorf. Und wie es aussieht, ist sie mit den meisten Dorfbewohnern irgendwie verwandt. La gente cree que puede entrar y salir a su antojo. Es propiedad privada. Propiedad privada. Diese konische Gussform aus Eisen wurde hauptsächlich in den 60ern und 70ern genutzt, um kleine Goldbarren zu gießen. Ihre einzigartige Form sorgt dafür, dass sich das Gold am Boden absetzt, wodurch es von Unreinheiten befreit wird. Auf der Insel da war mal ein Tempel. Jetzt sind dort nur noch ein paar Ruinen. Und eine Steinsäule, wie es aussieht. Eher eine Statue als eine Säule. Sehr fein gearbeitet. Ein Universitätsprofessor kam vor ein paar Jahren, um sie zu studieren. Hat er was gelernt? Er sagte, es ergebe keinen Sinn. War ziemlich sauer darüber und hat behauptet, dass wir ihn ausgetrickst haben. Entschuldige, kennen wir uns? Tut mir leid, ich wusste nicht, dass das privater Wohnraum ist. Oh Gott, wir haben viel verloren. Aber mir war nicht klar, dass es so schlimm ist. Ich wollte wirklich nicht. Ich weiß, aber du musst uns entschuldigen. Wir haben viel zu tun. Du bist neu hier, hm? Tja, hast einen höllischen Sturm verpasst. Ich hatte durchaus auch damit zu tun. Der Wind hat den Dschungel verwüstet, hat Bäume umgeknickt und ein paar Häuser einstürzen lassen. Es gab Stromausfälle. Das tut mir leid. Ist ja nicht deine Schuld. Fürs Wetter kann niemand was.
Miss Ortiz, danke für Ihre kürzliche Anfrage. Anhand der Proben, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, wurde ein Wasserqualitätsindex, WQI, der Flussgebiete nahe dem Dorf Kuwakyaku erstellt. Die Auswertungen zeigen, dass die Qualität als schlecht eingestuft werden sollte, da maßgebliche Faktoren wie Verschlammung, chemische Verschmutzung und Schwermetallbelastung festgestellt wurden. Sowohl Trübungen als auch Feststoffe überschreiten die ökologischen Grenzwerte. Wasser mit einer hohen Trübung ist nicht als Trinkwasser geeignet und die große Menge an Feststoffen bedeutet, dass es auch nicht zur Bewässerung verwendet werden kann, da dies zu einer Schädigung der Böden führen würde. In den betroffenen Flussgebieten wird darüber hinaus höchstwahrscheinlich kein Fischfang mehr möglich sein, was sich wiederum negativ auf die Existenz der Einwohner auswirken wird. Des Weiteren lag der pH-Wert im hohen alkalischen Bereich, während der chemische Sauerstoffbedarf ebenfalls die Grenzwerte überschritt. Beides Indikatoren für eine chemische Verunreinigung des Flusses. Wasser mit einem hohen pH-Wert, hartes Wasser, ist korrosiv und kann sowohl Rohrleitungen als auch Kleidung angreifen. Hohe Fluoridwerte im Wasser erhöhen das Risiko, an Leiden wie Zahn- oder Skelettfluorose zu erkranken. Darüber hinaus stellen pathogene Bakterien wie Salmonellen ein akutes Gesundheitsrisiko für die einheimische Bevölkerung dar. Ich hab dich hier noch nie gesehen. Ich bin neu hier, bleibe aber nicht lange. Lass dich nicht täuschen. Das hier ist ein guter Ort. Schwierig, aber gut. Dein Garten hat den Sturm wohl überlebt. Durch Glück und harte Arbeit. Wir haben ihn gemeinsam angelegt, also haben ihn auch alle geschützt. Ja. Bist du okay? Die sind hinter mir her. Bist du Pablo? Ja. Alles okay. Dein Vater schickt mich. Er ist bei Abby. Geh hin und triff ihn dort. Die Typen übernehme ich. Danke. Vielen, vielen Dank. Verschwinde von hier. Funde überhaupt wert? Auf dem Schwarzmarkt, definitiv. Stimmt. Fast 100% Aufschlag, egal was wir besorgen. Scheißteil! Wir leiden Verluste! Verstanden. Den Göttern. Wir finden raus, ich muss dieser Sache auf den Grund gehen. Mhm. Der Generator ist wieder kaputt. Reparieren? Wenn du mich deckst. Drecksgenerator. Warum geht der ständig kaputt? Bleibt zusammen. Findet sie. Okay, bringen wir es hinter uns. Sammeln! Schießt bei Sichtkontakt!
mir! Aufpassen! Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Sammeln! Schießt bei Sichtkontakt! Bleibt in der Nähe. Meldet euch, wenn ihr was seht. Bleibt zusammen. Findet sie. Schießt bei Sichtkontakt. Okay, bringen wir es hinter uns. Ich muss mich oben umsehen. Bleibt in der Nähe. Meldet euch, wenn ihr was seht. Wir kriegen sie. Ist nur eine Frage der Zeit. Irgendwann taucht sie schon auf. Zu mir. Aufpassen. Das muss ich mir ansehen.